nach dem jüngsten Erfolg in der UEFA Europa League. Der erste FC Union Berlin nun zu Gast beim FC Bayern. Spitzenspiel zwischen Julian Nagelsmann und Urs Fischer am 22. Spieltag. Hinein ins verschneite München bei minus einem Grad. Die Bayern in den roten Trikots von rechts nach links. Von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. Davies mit diesem tiefen Ball auf Choupo-Moting. Die Chance eine große, aber Thomas Müller trifft ihn in dieser Situation nichts Entscheidendes. Dann die Eisernen spielen hinten raus. Leituni setzt sich durch gegen Leon Goretzka. Leituni legt es raus auf Jérôme Roussillon. Erster Ansatz der Unioner. Erster Abschluss in der 15. Spielminute. Die Unioner verteidigten resolut, aber Bayerns Druck wuchs Minute um Minute. Dann die 30. Minute, Musiala. An seinem 20. Geburtstag auf Kimmich. Bisschen Pech, dass Leiduni nicht rankommt. Dann die Flanke von Coman und in der Mitte Erik-Maxim Choupo-Moting. Das 1:0 für den FC Bayern. Es war ein schwieriges Spiel für die Unioner, weil man das Gefühl hatte, dass die ganz große Energie fehlte. Möglicherweise aufgebraucht am Donnerstag. Das ist eine der besseren Möglichkeiten durch den stets umtriebigen Aysa Leiduni. Langer Ball. Hinten raus von Renault, der wird dann schnell im Boomerang-Style zurückgespielt über Müller auf Kingsley Coman, der umcruist Frederic Renault und netzt zum 2:0. Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Wieder ist es Kingsley Coman, Diogo Leite rutscht weg, ist dadurch zu spät bei Müller und über den kommt der Ball zu Jamal Musiala. 3:0. Aber gelegentlich hatten die Eisernen nochmal ihre Möglichkeiten. Minute 57. Roussillon, Prise Glück. Leitoni mit der Flanke und die kommt über Umwege zu Geraldo Becker. Und das war eine richtig gute Möglichkeit. Sadio Mané mittlerweile eingewechselt, tanzt und legt ab auf Thomas Müller. Der war eigentlich schon versandfertig von Müller. Allerdings die klasse Parade, die Reaktion. Achtung, mit dem Kopf von Frederic Renault. Auch das kann der Däne. Und so lief dieses Spiel ins Ziel. Für Union ist das 0:3 die erste Pflichtspiel-Niederlage im Jahr 2023. Sie bleiben bei 43 Punkten. Bayern und der BVB marschieren vorweg an diesem 22. Spieltag und haben jeweils 46. Rani, ich denke, das war nicht das Spiel, das ihr machen wolltet in München. Was war heute los? Wir sind auf einen sehr guten, ausgeruhten, motivierten Gegner getroffen, der es, wenn er seine Qualität auf dem Platz bekommt, unheimlich schnell und präzise spielen kann. Wir waren nicht so aktiv, waren nicht so mutig, waren nicht so frech, wie wir uns das vorgenommen haben. Und dann fängst du einfach dir mal 3 Gegentore in München. Du hast es angesprochen, ein ausgeruhter Gegner. Ihr hattet natürlich noch das Spiel gegen Ajax in den Beinen. Hat man das noch gemerkt? Ich glaube, wenn du jetzt die letzten 6 Wochen nimmst, hast du so 10 Spiele. Natürlich merkt man das ein Stück weit. Darf aber keine Ausrede, kein Alibi sein. Wir hätten es besser auf den Platz bringen können. Ist uns leider nicht gelungen. Von dem her versuchen wir jetzt kurz runterzufahren und dann am Samstag im Heimspiel gegen Köln wieder zu punkten. Ich denke, die letzten Wochen haben uns alle stolz und froh gemacht. Dann kann man in München vielleicht auch mal verlieren. Kann man, ja. Akzeptieren es. Aber ja, müssen wir vernünftig aufarbeiten und dann unsere Lehren draus ziehen. Jetzt haben wir auch eine Woche Zeit und dann geht es weiter gegen Köln. Alles Gute dafür. Danke. 0:3 verloren gegen die Bayern. Das Spiel war nach der ersten Halbzeit eigentlich schon entschieden. Was ist heute nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgenommen haben? Oh, das ist eine gute Frage. Könnte jetzt sehr ausführlich werden. Wir haben natürlich nach dem 1:0 hatten wir doch die ein oder andere Torchance, die wir nicht genutzt haben. Wir haben dann eigentlich gehofft, dass wir mit einem 0:1 in die Pause gehen können, bekommen dann wirklich sehr, sehr einfache Gegentore, sehr, sehr unnötig. Und wenn du mit 3:0 hier in die Pause gehst, dann wird es natürlich unglaublich schwer. Man hat schon gemerkt, dass uns die notwendige Energie heute gefehlt hat. Aber wir haben auch Fehler gemacht, die uns sonst eigentlich nicht passieren. Und das ist schon enttäuschend, muss ich sagen. Aber hier in München zu verlieren, ja, es sollte jetzt uns nicht auf unserem Weg abbringen.
Das denke ich auch, vor allem wir haben gegen ausgeruhte Bayern gespielt, die unter der Woche nicht gespielt haben. Bei uns ist es jetzt ja, kommt vieles zusammen, aber mich ärgert eigentlich, dass wir unsere Leistung nicht so bringen konnten. Also es lag jetzt nicht unbedingt an den Bayern, wir waren heute nicht gut genug, um das Spiel offen zu gestalten. Was war es denn? Woran hat es gefehlt? Ja, viele Dinge, auch die Spielfortsetzung, das Spiel mit dem Ball war nicht gut genug. Wir haben die Bälle ganz, ganz einfach wieder hergeschenkt, haben hinten nicht so kompakt verteidigt, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Und von daher können wir eigentlich mit dem 3-0 noch zufrieden sein heute.